Totgeglaubte Spiele leben länger, als man denken mag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 2015 hier auf dem wunderbaren Community-Server. Mit dabei ist heute der Tom. Juhu, hello. Ein neuer Mann, Charlie. Moin, moin. Dann ist der Waldmeister da. Moin. Ach, spät, aber nie. Besser spät als nie, so rum. Und auch ein Totgeglaubter. Man mag es kaum glauben. Wir sind hier heute beim Tag der Totgeglaubten. Smirnoff ist da. Servus. Das war ja User joined your channel. Und der Madlex ist da. Hallo, Madlex. Siehste, Madlex kommt immer passend zur Aufnahme rein. Ja? Möchtest du mitspielen, Madlex? Nee, momentan nicht. Ah, okay. Das ist ja... ist ja wunderbar. Wir machen heute ein bisschen... was machen wir denn heute? Weizen, ne? Weizen ernten wir, oder? Weizen und Gerste. Weizen, Gerste. Ja. Und daraus machen wir Bier. Leckeres Bier. Also Waldmeister zuzuschauen beim Fahren, das ist herrlich. Tut das schon beim Zuschauen weh? Ja. Das kenne ich, das Gefühl. Achso, ja, und wir spielen übrigens, den muss man jetzt hier auch nochmal sagen. Danke. Wir spielen auf Two Rivers. Wir haben etwas Neues ausprobiert. Und sind eigentlich sehr zufrieden, wie ich finde. Smirnoff meinte schon, dass die Map wunderschön geworden ist. Ja. Von der Textur her, von den liebevoll gestalteten Objekten, sehr schön. Im Gegensatz zum 13er Teil. Ja. Ja, aber beim 13er Teil war ja auch alles ein bisschen anders. Ja, da war 13er Teil, war 13er Teil eben. Ja. Mist, habe ich mich verfahren jetzt? Kurze Frage, wollen wir mal die Zeit nicht vorstellen? Achso, ja. Ich drehe mal eben die Zeit vor. So. Wird vorgespult. Ich drücke, oder ach, spult die vor? Ja, die spult vor. Die spult ziemlich schnell. So, jetzt habe ich mich verfahren hier. Ja? Ja. Schon wieder. Charlie hat vorhin schon öfter gesehen, dass ich mich verfahren habe. Fängt ja gut an. Ja. Ja, ich wollte den Zuschauern nochmal unsere wunderbare Karte zeigen. Die Karte zeigen, ja. Da hier ach, hier ich steht ja noch ein. Und was, Waldmeister, was konnten wir nochmal am Zirkus abladen? Heu. Stroh. Ja. Heu und Stroh. Heu, Stroh und Gras. Und was brauche ich jetzt? Du kannst jetzt mit abfahren. Dazu kannst du am Hof den Lamborghini nehmen. Ich habe einen Fendt. Du hast einen Fendt, dann nimmst du den Fendt und klatscht da die kleinen Fortuna-Hänger ran, die neben der Saat. Ich hasse die Hänger. Echt? Möchtest du was anderes fahren? Nee, ich will was Normales fahren, nicht so scheiß kleine alte Dreckshänger. Dann kannst du ja am Hof gucken, da müssen wir auch noch ein paar Hänger haben. Ja, hier steht ein schöner grüner, den nehme ich. Ja. Grün, grün, grün sind alle meine Kleider. Gab's da nicht auch mal ein Lied von? Das ist gut möglich, ne? Wolltest du sagen. Ich hoffe, es fängt nicht an zu regnen gleich hier auf der Map. Schau mal, wer hat denn der? Ach, den nehmen wir jetzt einfach mal. Achso, an dieser Stelle natürlich auch nochmal schöne Grüße an Hidan, der eigentlich dabei sein wollte, aber leider arbeiten muss. Es gibt ja mehr, es kann ja nicht jeder arbeitslos sein, ne? Bin nicht mehr arbeitslos. Nee, ich auch nicht. Eigentlich ist keiner von uns arbeitslos. Nee. Die arbeitende Bevölkerung ist als Landwirt unterwegs. Ja, was arbeitest du jetzt? Ich? Achso, oder Tom. Oh. Tom. Mach momentan einen Lehrgang für den Baumaschinenführer. Aha. Da können wir demnächst auch singen, wer baggert da so spät noch am Baggerloch. Das ist der Showtrick mit seinem Bagger, der baggert da noch. Aber da muss man dann wirklich in Deckung gehen, wenn Tom baggert. Ach, laber nicht. Das machen die Frauen im Disco auch immer. Oder nicht, Tom? Du laberst zu viel Scheiße, weißt du das? Ja. Ja. Diese Stelle wurde leider zensiert. Ja, das stimmt. Nee, bei uns wird nichts zensiert. Wir sind ja nicht mehr in Nordkorea. Wir haben jetzt Südkorea annektiert und nennen es jetzt einfach nur noch Korea. Das große Reich Korea.
Wo habt ihr eigentlich die großen Fortunas hingestellt? Die habe ich hier drangehängt. Ach so, okay. Oh, ist das ein wunderbares Vorschaubild. Geil. Tom steht da mit seinem Fanfit hier vor. Siehst du, jetzt waren wir auch noch live dabei, als wir das Vorschaubild für das Video gemacht haben. So, wächst es denn schon hier? Ja, wächst. Da hinten kommt doch auch noch einer, oder? Warte mal, da kommt doch irgendwo noch einer angefahren. Oh, große Nachfrage für Gerste. Sehr schön. Die Brauerei. Zeitrunde drehen und Gerste wegfahren? Nee. 24 Stunden ist das Angebot gültig. Das können wir immer noch. Okay. Können wir nach dem Ernten machen, würde ich vorschlagen. Das dürfte gerade noch hinhauen, hoffe ich. Von der Zeit her, meine ich. Fang schon mal an. Womit fängst du an? So wie ich dein Planungsteil kenne, Gerste wegzufahren. Stimmt, Madlex. Wir sind alle wieder so. Wollten wir nochmal machen? Ja. Wir wollten irgendwas wollten wir ernten, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Wie ist denn Life is Feudal, Madlex? Blo. Ja, gefällt sehr gut. Oh, okay. Ich bin Blo. Perfektes Spiel für mich. Okay. Hallo. Ja, Tom. Entschuldigung, ich hab mich. Hallo. Ja. Schau mal. Oh. Du stehst ein bisschen. Oh, du stehst mit dem Gewicht im Hänger drin. Ja. Keine Kollision. Mist. Da müsste ich mal ein Mod-Review zu machen. Nee, ich finde Life is Feudal auch sehr gut, nur das ist sehr zeitintensiv, finde ich. Yep. Das ist so ein bisschen. Jetzt habe ich doch gesagt, das würde dir gefallen. Ja, hast du auch recht, Smirnoff, das stimmt. Man muss dazu sagen, Hidan hat es mir geschenkt. Für die Gastfreundschaft, die er hier. Aber von dem hat es schon mal einen Wert verloren, oder wie? Nein, wenn nicht. Ich hier eigentlich jetzt hier aber gleich ich ernte, soll ich dann häckseln oder Schwaden legen? Haben wir eine. Schwaden. Schwaden, ja. Also tue ich ein paar Schwaden leben, erlegen, ja, okay. Ja. Erleben. Heute ist das neue Patch für Life is Feudal rausgekommen. Ich bin mal gespannt, was sie dann noch gemacht haben. Stimmt, der war ja lang kein Patch mehr gerade. Gestern. Also ich hätte heute erst das Update bei mir drin gehabt, deswegen. Gab es da irgendwelche neuen Sachen, die jetzt sinnvoll sind? Die gut sind? Ein paar Bugfixes, ich guck gerade mal. Bugfixes so und sie wollten machen, dass irgendwie Tunnel wieder zustürzen, wenn da nichts gemacht wird oder so. Ganz verstanden habe ich das auch nicht. Ja, okay. Warum fährt jetzt das Waldmeister doch Gerste weg? Weil wir noch Zeit haben, weil dieses Feld noch wächst. Ja. Ach, die Roadmap, ja, die müssen wir mal angucken, die Roadmap. Fallsystem, okay. Ja, finde ich aber gar nicht so verkehrt, weil das Problem war ja immer, du hast einen Tunnel gegraben und dann konntest du den Tunnel nicht flatten. Also du konntest den Boden nicht mehr flatten, du konntest nichts mehr machen. Deswegen, das haben ja auch viele Creeper gemacht und sowas, dass du dein Gebäude mehr bauen kannst. Ja. Aber bist du noch auf Rabenstein unterwegs, Netflix? Rabenstein? Wie hießen die nochmal, wo wir gespielt haben? Nee, Himmelstein, das Himmelstein. Ist nicht mehr. Ach so, okay. Da haben sie irgendwelche Streitigkeiten gehabt, dass dann Scope keine Abnehmreichte mehr hatte und der hat sich dann ganz zurückgezogen aus dem Spiel und naja. Okay, Mist. Dann sind die anderen und ich gleich auf einem anderen Server und ja. Da läuft's besser. Ja, muss ich die Tage auch mal. Muss ich auch die Tage unbedingt mal wieder spielen, weil ich hätte mal Lust, auch mal ein paar Videos dazu zu machen. Weil ich fand das Spiel auch sehr interessant. Also es hat halt echt Spaß gemacht, hat echt Laune gemacht. Und du musst halt einen Haufen Zeit reinstecken und es geht halt nicht alles so schnell. Ja. Du brauchst halt auch Leute, auf die du dich verlassen kannst und so weiter. Und naja. Ja. Also alleine spielen ist das nicht. Nee. Allein ist es viel zu aufwendig. Also viel zu Zeit aufgerissen. Ja. Also jeder hatte. Ja. Schon. Mal kurze Frage, warum steht auf meinem Feld Raps? Ja, das ist eine gute. Ich habe doch gesagt, das ist. Und das Feld 20 unten ist Gerste. Das hier oben ist Weizen. Ja, das Problem ist in dem Fall, dass irgendwie auf der Map andere Sachen angezeigt werden. Also bei mir wird auf der. Meinst du jetzt beim Säen oder auf der Karte generell? Beim. Weiß ich auch nicht.
Super. Ja, was fragt ihr mich denn? Auf der 20. Was fragt ihr mich denn so? Auf der 20 müsste. Auf der 20 müsste Gerste sein. Nee, auf der 19 müsste Raps sein. Ja. Und auf der 18 müsste Weizen sein. Ja, und das stimmt. Ja. User left your channel. Stimmt genauso. Ja, das stimmt doch alles. Was habt ihr denn? Weizenskinder. Ja. Oh, Ding beschleunigt immer noch so schnell. What the fuck? Ich hab nur einmal auf Gas gedrückt. Können wir schon sehen? Ernten? Nee, ne? Ach, nee. Nee. Wart bis du der hell ist. Bis es hell ist, ja. So. Ich fahr mal Smell noch hinterher. Mein Gott, ich werd verfolgt! Hilfe! Jetzt, wo die Felder erntereif sind. Ach, ich muss mal meine anderen Kopfhörer ins Ohr stecken. Sonst höre ich ja gar keine Game Sounds, das wäre ja fatal. So. Gott! Was? Oh Gott! Wieso, oh Gott? Ja, mein Kind. Keine Game Sounds! Ja, ich kann ohne Game Sounds nicht. Das muss alles realistisch sein. Ah, ich werde schon sagen, für meine Augen zu gehen von dem ganzen Staub. Deswegen verfolgst du schon zu mir noch jetzt. Ja, ich fahre nicht hinterher, ganz unauffällig. Ganz langsam, vorsichtig, tastend. Ja, dann geh mit Gott, aber geh! Ja. Dann mach ich Charlie. Charlie bringst du bei mir gar nicht rein, oder? Der hat ja den Kleinen. Mach doch nichts. Krieg da rein. Sieht ich ja keiner. Mein Ding ist ja höher. Ja, macht nichts. Das höre ich öfter. Dein Ding ist höher. Ich meine ja, weil mein Kipper höher ist, deswegen. Ja. Du machst das schon. Nee, aber ich bin echt begeistert von Two Rivers, also hätte ich nicht gedacht. Ich bin ja auch Mr. Mottas. Was? Oh. Ach. Ja, man merkt, dass Smirnoff schon ewig lange nicht mehr gespielt hat. Ja. Die wollte ich doch machen. So. Ah, jetzt kann ich dich abtanken. Das klingt auch ein bisschen komisch. Abtanken. Der Waldmeister muss doch schon lachen. Ja, ich muss auch gerade nachtanken. Moment. Aber auch Schlückchen nehmen. Ja, ist doch schön. Ja, natürlich, ach so, das kann man ja auch nochmal sagen. Wenn jemand aus der Community mal wünschen möchte, Charlie hat sich ja auch darüber gemeldet, wir dürfen es ja auch jetzt hier sagen. Einfach irgendwie in die Kommentare da unten reinschreiben. Ja, und dann könnt ihr auch mal mitspielen bei uns. Und dann könnt ihr hier mit Smirnoff zusammen hier abtanken. Abtanken, auftanken, wie ihr wollt. Ja, ja. Auftanken geht natürlich. Das ist auch ein Vorschlag. Bessere Vorschlag, einfach aufs TS kommen. Stimmt. Einfach ins TeamSpeak reinkommen. Irgendjemand ist immer da. Ne? Und meist Waldmeister. Ja. Ja. Oh. Stimmt, Waldmeister ist immer da. Ja. Naja, nicht mehr oder als alle anderen. Ja, das stimmt. Allerdings. Ja, außer ich muss arbeiten. Ja. Das war einmal im Jahr. Nein. Wenn das Arbeitsamt mal wieder so einen 1-Euro-Job hier raushaut. Ja, ich habe wieder 5 Euro am Tag gearbeitet. Ja. Ja, die Regierung hat auch wieder 500.000 neue Arbeitsplätze gemacht. Super, ich habe 3 davon. Ja, aber das ist schon mittlerweile schon extrem krass. Also ich habe witzigerweise war ich am Mittwoch bei alten Kollegen. Nein. Doch, bei meinem alten Mitbewohner und meinem besten Freund. Erzähl. Sorry, keiner von euch ist mein bester Freund. Gott sei Dank. Und wir haben Pro Evolution Soccer gespielt auf der PS4. Und wir haben witzigerweise bei einem Pizzadienst, der mit S anfängt und mit Miley's aufhört, haben wir diese Miley Cyrus. Miley Cyrus, ja. Die haben wir uns bestellt. Und die haben früher, ohne Witz, haben die irgendwie 2,95 gekostet.
Diese Snack Rolls nennen sich die. So, mittlerweile kosten die irgendwie 4,35 Euro so. Und dann kam der Pizzabote an, meinte natürlich auch, mich zutexten zu müssen. Sorry, Pizzabote, wenn du das hier hörst, ne? Du hast ein bisschen viel geredet. Und meinte so, ja, und die sind auch richtig teuer geworden. Der Dip war früher auch viel günstiger. Meinte so, ja. Ja, aber ich kriege jetzt auch den Mindestlohn. Ich so, ah, okay. Dann meinst du, ja, überleg mal, warum die teurer geworden sind. Er so, ja, stimmt. Ich so, jetzt überleg mal, Taxifahrer bekommen jetzt auch den Mindestlohn. Jetzt überleg mal, warum Taxifahren teurer geworden ist. Ja, stimmt. Ich so, ja, merkst du was? Er so, ja, eigentlich wird alles teurer. Ich merke nichts, was denn jetzt? Ja, und dann meinte er so, ja, eigentlich wird alles teurer. Dann meinte ich so, ja, genau, durch den Mindestlohn wird wieder alles teurer. Also außer Lebensmittel und Benzin, ne? Das wird günstiger. Und ja, ganz ehrlich, Miete, glaube ich, oder? Die Miete ist erhöht worden. So. Ja, die Mieten steigen sowieso immer. Ja. Mietpreise sinken auch nicht. Aber es gibt ja jetzt die Mietpreisbremse, diese wunderbare, schöne Mietpreisbremse, die eigentlich auch nichts bringt. Ne? Also nicht viel bringen wird. Aber sollte der Mindestlohn nicht nochmal aufgestockt werden? Ist das nicht gerade wieder eine Debatte darüber? Erhöht werden soll? 8,50 ist wurde doch gerade erst durchgesetzt. Ja, aber es ist doch wieder ein Gespräch jetzt, dass es wieder erhöht wird. Ach, was soll das bringen? Oh Gott. Vielleicht 50 Cent mehr, 9 Euro dann. Ja, ganz ehrlich, weißt du, ich meine, dass das, wenn sowieso, wenn alles, alle generellen Güter sowieso wieder teurer werden, dann macht das eigentlich keinen Sinn mit dem Mindestlohn, finde ich. Quatschen, ja. Wegen der Inflation. Also hier die Inflation ist auf dem niedrigsten Stand seit Jahren. Aber nicht im Durchschnitt. Im Durchschnitt her ist sie auf dem höchsten Stand von 2,7. Ja, aber ganz ehrlich, ja, das, aber ganz ehrlich, ich habe heute getankt, ne, für 1 Euro, also ich muss ja super tanken, aber für 1 Euro, was sag ich denn, 1 Euro 24? Ja. Diesel war bei 1,02 Euro. Ganz ehrlich, ich habe noch nie, also schon lange nicht mehr, so günstig vollgetankt. Und wenn ja, das liegt aber an Russland. Ja, das, ja, liegt an Russland. Ja. Weil die kein Benzin mehr kriegen, ne? Weil die... Nee, weil die haben noch irgendwie so übelste Strafen bekommen. Also ich weiß es nicht mehr, ich krieg's nicht mehr ernst zusammen, aber ich meine, die haben doch irgendwie übelste Strafen aufgebrummt gekriegt und ja. Deshalb ist irgendwie der Rubel eingestürzt und irgendwie müssen sie ihren Scheiß ja trotzdem verkloppen und deshalb ist wohl der Preis runter. Irgendwie so nageln mich aber nicht drauf fest. Nee, das ist ja die normale Marktwirtschaft oder die also Marktwirtschaft im Allgemeinen. Du hast ja höheres Angebot, aber eine geringere Nachfrage. Und deswegen, ja, aber stimmt, das mit dem Rubel könnte auch hinhauen. Der ist ja wirklich im Keller. Deswegen ist auch hier Heizöl und so auch so günstig und Gas. Oh ja. Ja. Deswegen lebe ich in einer Mietwohnung. Trotzdem ist die Mehrwertsteuer eine Frechheit. Naja, aber wir sind so gesehen in Europa noch relativ günstig mit der Mehrwertsteuer, ne? Ja, aber weißt du, was das Mehrwertsteuer, das Wort genau bedeutet? Ja, zwei Wörter sind das. Einmal eine Steuer. Steuer bedeutet immer, Staat bekommt das. Ja. Der Mehrwert, das Wort Mehrwert bedeutet ja nur, dass wenn du jetzt 8 Stunden lang arbeiten gehst und 4 Stunden hättest du einen Tisch gebaut, ja, dann wäre für diese 4 Stunden der Tisch dein Gehalt schon bezahlt. Und was du mehr produzierst, ist der zugunsten der Firma. Das ist Mehrwert. Ja. Das ist eine Sauerei eigentlich. Man könnte es aber theoretisch auf eine. Man könnte es aber auch theoretisch eine Gütersteuer nennen. Ja, kann man auch nennen. Oder eine Güterwertsteuer. Weil es ist ja einfach nur Mehrwert. Du, der normale Bürger, du musst mir nach rechts. Ja, aber der ganz normale ehrlich, Bürger muss ja seine Körperkraft anbieten heutzutage. Ja. Und keine Waren mehr. Das stimmt. Aber ganz ehrlich, dann würde ich ja im Prinzip viel, viel mehr verdienen, weil ich ja viel mehr wert bin. Das sagst du. Ja. Aber ein Mensch wird nur noch nach der Körperkraft bemessen. Oder nach der Intelligenz. Ja, aber ich bin auch He-Man. So. Und Herkules. Nein, keine Sorge. Du wärst Kim Jong-Floden. Ja, Kim Jong-Floden bin ich auch, stimmt. Eigentlich wäre ich reich. Ja. Eigentlich. Eigentlich, ja. Aber ich bin im Herzen reich, das ist auch schön. Sag das mal deinem Bäcker. Ja, stimmt, ey, der wird sich freuen. Der wird auch sagen, ja, von Liebe und Luft kann ich leider auch nicht leben. Ja, oder der versteht das als komisches Angebot. Und wenn das ein großer Bäcker ist, naja, ich weiß nicht. Ja,
Hier, Flo, du kommst auf Kuschelfaktor. Geh mal ein bisschen nach links. Ja, ich habe gerade schon wieder an Bäcker gedacht und so. Da musste ich schon wieder. Ja, nur weil ich hier rot bin oder da was? Musste ich rechts ranfahren.